So, heute heißt es Charisma-Schrauben. Die Zündung spackt ein bisschen rum, springt morgens früh schlecht an, läuft auf drei Pötten. Also irgendwas, Verteilerkappe, Kabel oder sowas. Ersatzteile habe ich ja besorgt, habt ihr gerade gesehen. Also tauschen wir den ganzen Plunder mal aus. Viel braucht man für den Austausch nicht. Die Verteilerkappe ist hier mit 1. Zwei Schrauben festgeschraubt, die kriegen einen kleinen Schlag mit dem Hammer, ein bisschen Kriechöl und dann versuchen die mit einem Zehner, mit einer kleinen Zehnerratsche, eine kleine Ratsche mit Zehnernuss so rum rauszudrehen und hoffen, dass nichts abreißt und wenn das gut geht, ist es ja alles Plug and Play. Kleine Korrektur, es ist nur eine 8er Schraube und mit dem Ringschlüssel geht das deutlich besser als mit der Knarre, weil hier einfach kein Platz ist in der Butze. So, aber die eine Seite schon relativ lose. Die auch. Wunderbar. Und ab ist sie. So, die Dichtung der Verteilerkappe habe ich leider nicht neu bekommen. Weder im Mitsubishi-Teileprogramm ist die zu bekommen, noch über ein Zubehör. Deswegen habe ich die alte jetzt einfach mal gereinigt und mit Dichtmasse wieder eingeklebt. Jetzt verbauen wir noch den neuen Finger. So, und dann kann eigentlich schon die Verteilerkappe wieder drauf. So, die neue Verteilerkappe ist drauf. Jetzt noch fix die Kabel austauschen und dann sollte dieser Kasten wieder laufen. Die neuen Kabel sind auch drin. Dann wollen wir mal gucken, ob er anspringt. Ja. Tada! Und wenn man auch den Stecker vom Luftmassenmesser wieder dran macht, läuft er auch wieder ordentlich. Bis zum nächsten Mal!